für mich immer schwierig als Deutscher oder Europäer, dass wir diese Technologie nicht in Europa halten, sondern dass da wirklich auch wieder von außen nicht europäische Unternehmen den Markt dominieren werden. Das ist eine Gefahr, die ich sehe. Umso mehr begrüße ich alle Initiativen, die hier aus Europa und Deutschland hervorgehen, dagegen zu wirken. Weil die Digitalisierung der Gesundheit und gerade der Prävention, die steht noch an. Ja, also bin mir sehr, sehr sicher, dass ein Spotify für Musik oder Netflix für Filme das Gleiche auch passieren wird für Gesundheit und Gesundheitsleistungen, wo wir halt mit so Sensortechnologien und mit individuellen Tests, Biomarkern den Menschen wunderbar begleiten können. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe German Healthcare 2030. Das Ziel dieser Podcast-Reihe ist es, über die Zukunft des Gesundheitssystems zu sprechen und vor allem mit Blick auf das Jahr 2030. Und das machen wir, indem wir spannende Persönlichkeiten aus dem Gesundheitsbereich einladen. Mein Name ist Julian von Invinien und ich freue mich, die heutige Folge moderieren zu können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und los geht's. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts German Healthcare 2030. Heute ist unser Gast Dr. Paul Hammer, CEO von Biomess. Bevor ich Paul einmal vorstelle, erstmal herzlich willkommen, Paul, zu unserem Podcast. Ja, hallo Julian, eine Ehre hier sein zu dürfen. Es freut mich sehr, dass du da bist. Ein sehr interessanter Gast, den ich gerne auch ja, ausführlicher vorstellen möchte, weil es nochmal einen anderen Aspekt auf das Thema Zukunft der Gesundheit gibt. Paul hat 2017 mit der Arbeit an der Technischen Hochschule Wildau oder daraus aus der Arbeit an der Technischen Hochschule Wildau Biomess gegründet. Und Biomess ist ein Unternehmen im Bereich der Mikrobiomanalyse. Sogar führend in Deutschland in diesem Bereich und dementsprechend ein Biotech-Unternehmen mit dem Fokus auf die Analyse von Bakterien und Mikroben in der Darmflora von Menschen. Das macht Biomess mittels Next Generation Sequencing von DNA und einer KI-basierten Analysesoftware und einer eigenen großen Datenbasis. Das erste konkrete Produkt, was Biomess entwickelt hat, ist der sogenannte InTest Pro-Test. Sehr interessant, weil wir als Endverbraucher können diesen Test im Endeffekt bestellen, können eine Probe zu Hause entnehmen und Biomess untersucht diese Probe im Labor und kann uns dann auf Basis dieser Ergebnisse sehr individualisierte Ernährungsempfehlungen geben. Das ist aber nicht das Einzige, was Biomess macht, weil jetzt gerade im Rahmen der Covid-Pandemie hat sich das Geschäftsmodell auch noch erweitert und vor allem eben durch die Sequenzierung und Analyse der ja, DNA, das kannst du mir wahrscheinlich besser erklären, Paul, von den Viren eben die verschiedenen Mutationen festgestellt. Paul hat im Bereich Systembiologie und Bioinformatik an der Universität Potsdam und der Technischen Hochschule Wildau promoviert und arbeitete unter anderem am Max-Planck-Institut vorher. Paul, ich freue mich unglaublich, dass du heute dabei bist und würde vorschlagen, wir starten direkt ins Gespräch. Und wenn du jetzt was zu sagen hast hinsichtlich meiner Einleitung, weil manchmal passt das ja nicht 100% oder ich vergesse was, dann können wir gerne auch damit beginnen. Nein, das hast du sehr gut gemacht. Viele Themen auf den Punkt gebracht. Lass loslegen. Sehr gut. Vielleicht magst du uns eine kurze Einleitung geben zu Biomess. Also ich glaube, viele Menschen verstehen schon, was DNA ist und verstehen auch, was Sequenzierung vielleicht ist. Aber dennoch, da können wir, glaube ich, ansetzen und dann euer Geschäftsmodell, was ich finde ich sehr interessant ist, nämlich dass ihr an den Endverbraucher ein Produkt anbietet, was ja im Gesundheitsbereich nicht häufig der Fall ist. Ja. Okay, mache ich sehr gerne. Also Biomess haben wir, wie du gesagt hast, im November 2017 gegründet. Das ist eine Ausgründung der Technischen Hochschule in Wildau und wir haben eine Technologieplattform entwickelt, wo wir biologische DNA, der Baustein des Lebens, in digitale DNA konvertieren können, analysieren können und dann auch interpretieren können. Da gibt es technologische Fortschritte im Hintergrund. Die sogenannte Next Generation Sequencing Technologie ist das. Und die nutzen wir als Kernbasis und drumherum haben wir praktisch diese komplette Pipeline aufgebaut, von den Laborprozessen über die Software-Pipeline und dann die Interpretation. Und ehrlich gesagt, es ist uns erstmal egal, welche Art von DNA reingeht, ob das nur eine Bodenprobe ist, bei einer Darmflora eine Stuhlprobe oder halt eine menschliche Probe, um das humane Genom zu analysieren, ist für uns erstmal prinzipiell egal. Aber wir haben natürlich auch gesagt, pass auf, da gibt es so viele Anwendungsmöglichkeiten.
Und wir müssen natürlich Fokus behalten. Und dann haben wir gesagt, was ist eigentlich wichtig für die Menschen, damit er gesund bleibt. Und das habe ich dann während des 5. Weltkongresses am Pasteur-Institut in Paris die Mikrobiota kennengelernt, das Mikrobiom. Und dann ging mir ein Licht auf und dann war klar, hey, das Mikrobiom und gerade das Darmmikrobiom ist essentiell, damit Menschen gesund sind, weil hat Aristoteles schon gesagt, ist der Darm gesund, ist der Mensch gesund. Da gehen 80% aller Immunreaktionen vor. Und wir in der westlichen Welt haben sehr viele Probleme, die vom Darm ausgehen mittlerweile. Das liegt auf Grundlage unserer westlichen industriellen Lebensweise und vor allem auch Ernährungsweise. Und deswegen haben wir gesagt, pass auf, wir wollen diese tolle Technologie raus aus diesen Forschungslaboren hin zu den Menschen bringen, auch zugänglich machen zu normalen Menschen und nicht nur zu schwerkranken Patienten. Und eigentlich ist es unsere Vision, dieses Krankheitssystem, in dem wir leben, weil wir gehen ja erst zum Arzt, wenn wir Symptome haben, in ein echtes Gesundheitssystem zu transformieren. Und dafür bedarf es unserer Meinung zwei Themen, technologische Themen. Das eine sind Sensortechnologien, sogenannte Wearables, ja, die Vitalparameter in Echtzeit messen. Das ist hier eine Google Fitbit. Dieses Jahr kommt die Apple Watch raus, die Polar Watch auch. Die können zum Beispiel auch Blutzucker in Echtzeit messen. Also sehr, sehr spannende Entwicklungen. Da sind wir auch noch am Anfang des Zeitalters. Da wird es gute weitere Entwicklungen geben. Und wenn man diese Echtzeit-Vitalparameter kombiniert mit individuellen Biomarkern, wie mein humanes Genom, mein Mikrobiom, gegebenenfalls auch Blutmarker, dann kann man einerseits den Menschen individuell optimiert einstellen, Stichwort personalisierte Ernährung und Lebensweise. Und andererseits kann man natürlich viel früher Veränderungen von einem Gesundheitszustand in einen Krankheitszustand identifizieren und dann auch besser intervenieren. Den Ansatz, wirklich präventiv die Menschen zu begleiten, dass sie erst gar nicht krank werden, indem wir sie richtig einstellen, indem wir sie begleiten mit auch digitalen Tools. Das ist eigentlich unsere Vision, unsere Aufgabe. Und ja, da arbeiten wir tagtäglich dran. Und deswegen haben wir mit Intest-Pro begonnen, dieser Darmmikrobiomanalyse, die man als normaler Mensch erwerben kann. Da muss man kein Patient sein, muss man leider privat bezahlen. Ja, also die Krankenkassen sind da noch nicht so weit, dass sie das übernehmen. Nichtsdestotrotz kann man sehr, sehr viel über sich und seinen Körper lernen. Und gerade in Deutschland haben wir auch eine große Gruppe an Menschen mit Leinsdruck, mit Verdauungsproblemen, mit Nahrungsunverträglichkeit, mit Übergewicht. Und dann auch geht es ja auch weiter bis hin zu mentalen Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, die mit unserem Darm zusammenhängen. Ja. Ja, sehr interessant. Also aus vielerlei Hinsicht. Ein interessanter Aspekt, den ich jetzt ganz gerne auch rausgreifen möchte, ist eben das Produkt an den Endkonsumenten oder an den Endverbraucher. Und ich glaube auch, das verringert viele Barrieren. Das ist sehr positiv. Die Frage ist natürlich, wie verändert sich das System in Zukunft? Ist das die Zukunft, dass am Ende der Patient oder der Endverbraucher letztlich die Dinge selbst regelt und nicht mehr immer der Arzt dazwischen sitzt? Oder ja, wie siehst du das? Also genau, also wir reden ja erstmal von Kunden und gesunden Menschen, ja, weil wir ja präventiv die Menschen gesund halten wollen. Und da sollte unser Gesundheitssystem sich auch hinentwickeln. Wenn wir schauen, wie die Ausgaben in unserem deutschen Gesundheitssystem für Prävention im Vergleich zu Patientenversorgung dann ist, das ist ein Müh. Ja, also ich glaube, es sind so um die 500 Millionen, die im Jahr für Prävention ausgegeben werden und fürs gesamte Gesundheitssystem über 250 Milliarden. Also da sieht man schon mal das Verhältnis. Irgendwas stimmt da nicht, ja. Und es wäre für die Gesellschaft und auch für jeden Einzelnen doch viel besser, wenn wir präventiv an uns arbeiten würden. Gesellschaftlich muss dann Diskurs geschehen. Ja, also das geht für mich auch schon los in der Schule, dass man da auch Schulfächer einführt, wie man gesund lebt, wie man gesund kocht, was bestimmte Lebensmittel verursachen. Das wird viel zu wenig unterrichtet. Auch da, glaube ich, kann man sehr, sehr viel einsetzen. Wir merken den Trend, dass es dahin geht. Es gibt diese Firmen. Gerade die amerikanischen Tech-Unternehmen investieren sehr, sehr viel Geld rein. Amazon hat unter anderem schon eine Health-Krankenkasse in den USA. Und natürlich ist es ja auch so, dass wir den Menschen educaten müssen, ausbilden müssen, dass er sich nicht selbst letztendlich selber verantwortlich ist für ein gesundes Leben. Und man muss ihn einerseits ausbilden, andererseits aber auch die entsprechenden Tools geben, damit er auch seine Gesundheit selber tracken kann und selber auch in die Hand nehmen kann. Und da wird es einen Wandel geben und da werden viele private Player mit sich einmischen.
Ich glaube sogar, dass teilweise unsere ja, verstaubte gesetzlichen Krankenkassen, das, auch die privaten, teilweise diesen Prozess auch verschlafen. Ich glaube, dass gerade auch, wie wir es in der digitalen Welt gesehen haben, dass amerikanische oder asiatische Konzerne diesen Weg schon lange begehen und dort ja, rein sneaken werden. Und so ähnlich wie Amazon Prime Member wird man dann Amazon Prime Health Member und kriegt dann besondere Discounts und besondere Tools zugänglich. Und der große Vorteil von denen ist natürlich, die wissen, wie man mit Personen kommuniziert. Also die kennen die Endkundenansprache, sie durch ihr Tracking-Verhalten wissen genau, auf was der Endkunde braucht und mag. Und da sehe ich einiges auf uns zukommen. Für mich immer schwierig als Deutscher oder Europäer, dass wir diese Technologie nicht in Europa halten, sondern dass da wirklich auch wieder von außen nicht europäische Unternehmen den Markt dominieren werden. Das ist eine Gefahr, die ich sehe. Umso mehr begrüße ich alle Initiativen, die hier aus Europa und Deutschland hervorgehen, dagegen zu wirken. Weil die Digitalisierung der Gesundheit und gerade der Prävention, die steht noch an. Ja, also bin mir sehr, sehr sicher, dass ein Spotify für Musik oder Netflix für Filme das Gleiche auch passieren wird für Gesundheit und Gesundheitsleistungen, wo wir halt mit so Sensortechnologien und mit individuellen Tests, Biomarkern, den Menschen wunderbar begleiten können. Ja. Was denkst du denn, sind die Haupttreiber von dieser Entwicklung? Ist das die Technik? Sind das die privaten Unternehmen oder eigentlich jetzt doch ein Gesetzgeber, der aufwacht? Also, wie ist deine Perspektive auf die Treiber? Also die Treiber kommt natürlich monetär vom Markt erstmal, ja. Also ein Google und ein Amazon, die machen das ja nicht, weil sie jetzt nur altruistisch sind und selbstlos. Nee, die machen das natürlich letztendlich, weil sie wissen, damit können sie groß viel, viel Geld verdienen. Ja, und im Gegensatz zu einem Pharmaunternehmen, was Pillen verkauft, jetzt übertrieben, und Patienten kuriert und das über Ärzte und Apotheken vertreibt, hat natürlich Amazon kein Interesse, Patienten zu haben. Amazon will gesunde Konsumenten haben, weil gesunde Konsumenten konsumieren mehr auf meiner Plattform. Ja, also da ist ein anderer Ansatz, ja. Und plus, dass sie natürlich Endkundengeschäft genau verstehen, weil sie nicht über Ärzte und Apotheken verkaufen. Deswegen ist der Treiber natürlich Technologie, aber die Businessmodelle, die dahinter dann das in den Markt bringen, sind monetär getrieben. Und hier genau liegt ja auch die Gefahr. Und gerade wir hier in Europa haben ja auch eine Datenschutzverordnung, dass natürlich Gesundheitsdaten, die ja das Sensibelste sind, was wir haben, also auch selbst meine eigene DNA, da kann man so viel draus lesen, die ich von meinen Eltern geerbt bekommen habe, aber auch mein Mikrobiom, also alle externen Zellen, Bakterien, Pilze, Viren, die in meinem Körper leben oder an meinem Körper. Das ist genau, und da muss der Gesetzgeber auch aufpassen, genau, ja, dass wir einerseits nicht Geschwindigkeit verlieren, weil uns bestimmte Gesetze vielleicht auch blockieren und dann wir diese Daten, diese wertvollen Daten vielleicht wieder auf irgendwelchen amerikanischen oder asiatischen Firmen Clouds liegen. Andererseits aber natürlich auch nicht ja, den Prozess vorantreiben, dass wir auch in Europa und in Deutschland da ja mithalten können und ja, unsere eigene Umgebung, unser eigenes Framework entwickeln können. Wir haben es ja selber jetzt auch in Corona gesehen, wie abhängig wir von bestimmten Zulieferern sind, als Hochindustrieland, ja, und das sollte uns hier in dem Fall auch nicht passieren. Ja. Und wenn wir so ein bisschen auch auf die Herausforderungen beziehungsweise vielleicht sogar Nachteile dieser Entwicklung schauen, wenn ich zum Beispiel höre, dass etwas sehr privatisiert wird, dann denke ich unter anderem auch daran, dass es für viele nicht mehr zugänglich wird, nämlich für die, die es sich nicht leisten können. Ist halt die Frage, wie das in Zukunft aussehen wird. Das ist wahrscheinlich auch immer ein Kritikpunkt an Direct-to-Consumer-Angeboten im Gesundheitsbereich, das du hörst. Ja. Wie siehst du die Entwicklung in diesem Bezug? Und was kann Deutschland vielleicht besser machen als die USA, wo es ja schon so ist, dass wir, die nicht gut versichert sind, dann tatsächlich auch keine gute Gesundheitsversorgung bekommen? Ja, absolut. Ich meine, wir haben ja ein solidarisches Gesundheitssystem, ja. Deswegen zahlen wir ja auch alle ein. Aber wie ich schon anfänglich gesagt habe, 500 Millionen Prävention zu über 250 Milliarden an anderen Gesundheitsausgaben, das passt nicht. Dieses Verhältnis passt einfach nicht. Und wenn wir viel, viel mehr in Prävention investieren würden, und wie gesagt, es geht in der Kita-Schulzeit schon los,
dann hätten wir auch viel weniger Ausgaben, viel weniger Kosten mit Patienten, weil die Leute ja auch weniger krank wären. Und wir hätten ja eine allgemein gesündere Gesellschaft mit weniger Belastungen. Und da muss der Trend hingehen. Nun ist es aber so, dass natürlich unser Gesundheitssystem über Jahrzehnte entstanden ist, dort ein eigener Markt existiert mit eigenen Regulatorien, die halt natürlich die Hand auch drüber halten und da eine Transformation, eine Veränderung nicht immer positiv gesehen wird. Da müssen politische Entscheidungen getroffen werden, da müssen die Stakeholder alle mit ans Board geholt werden. Das ist ein langwieriger Prozess und aber den müssen wir ja begehen, weil letztendlich die Leute, die werden sich immer mehr mit ihrer Gesundheit und ihrer Lebensweise auseinandersetzen und sie nehmen halt Tools an, wenn sie bequem sind und natürlich, wenn sie bezahlbar sind, wenn du dafür ein besseres Leben bekommst. Und deswegen, also das ist eine große Aufgabe, die da vor uns steht. Die ist ja auch schon eine Weile am Laufen, aber wir wissen auch, dass wir einiges, gerade auch wenn wir jetzt mal über die digitale Patientenakte reden, da Deutschland doch große Probleme hat, da voranzukommen, und andere Player das in der Welt halt deutlich besser machen. Ja, ich glaube, da würden sogar die meisten zustimmen. Das sehen, glaube ich, viele so. Also ich denke, eine Herausforderung wird sein, dass man diese Präventivmaßnahmen nach wie vor allen zugänglich macht und alle mitnimmt. Wenn man das schafft, dann ist es, glaube ich, dann ist dieses Risiko nicht mehr so groß, dass manche ausgeschlossen werden. Und ich glaube, die Vorteile einer Prävention, die sind absolut gegeben. Ja, die sind sehr, sehr groß. Was mich auch sehr interessiert, jetzt auch in Bezug auf eure Arbeit bei Biomass, beziehungsweise auch grundsätzlich im Bereich der Sequenzierung. Wie siehst du die Entwicklung in den nächsten 10 Jahren? Es heißt ja hier, der Podcast heißt ja German Healthcare 2030. Also was denkst du, was können wir im Jahre 2030 alles so mit DNA anstellen? Oh, eine Menge, eine Menge. Also du musst dir vorstellen, wir sind ja auch am Anfang des Zeitalters Genomics, ja, und Mikrobiom ist ein Bereich, humanes Genom ist ein anderes Bereich. Und die Sequenziertechnologien im Hintergrund, die werden immer leistungsstärker, schneller und günstiger und vor allem auch kleiner und anwendungsfreundlicher. Wir werden 2030 bereits Home Devices haben, wo du dein Mikrobiom automatisiert, gegebenenfalls integriert in einer Toilette oder in einer Zahnbürste oder halt auch in einem Device, wo du dann eine Probe reinmachst, analysieren kannst, ja, und dann hast du natürlich viel schnellere, viel umfassendere und schnellere Analysemöglichkeiten als heutzutage, wo du eine Probe ja einsenden musst, dann ist sie ein paar Tage mit der Post unterwegs, dann wartest du 2 Wochen bei uns und wir sind schon mit die schnellsten in der Welt, 2 Wochen auf das Analyseergebnis mit dem ganzen Report, weil die Sequenzierung noch so lange dauert, ja, die dauert ja bei uns 3 Tage, allein der Sequenziervorgang. Da siehst du, und da können wir schneller werden. Das wird sich beschleunigen, das wird in Minuten dann gehen, in 2030, vielleicht 1 Stunde, aber eher weniger Minuten. Und du kannst mobile Systeme haben, kannst sie zu Hause haben, kannst aber auch sonst wo die mitnehmen. Also da, und dann durch die Allverfügbarkeit hast du noch mehr Messsystemen, Messpunkte und mit kombiniert halt mit diesen Vitalparametern, die ja auch 2030 ganz woanders sein werden. Also hier sind wir noch im Zeitalter Nokia 3210 und noch nicht im iPhone 11 oder 12 oder was da gerade aktuell ist. Also auch dort wird es enorme technologische Weiterentwicklung geben und dort die Businessmodelle werden sich entsprechend weiterentwickeln. Also du wirst dann All-in-Hand-Lösungen haben. Ich denke, es wird Subscription Models geben, wo du als Member getrackt wirst, wo du dann entsprechend Ernährungspläne bekommst, die du sofort bei, keine Ahnung, Amazon Fresh, Hello Fresh, wo auch immer bestellen kannst. Du musst dich nicht mehr um deine gesunde Küche kümmern. Du kriegst Beratung direkt, du kriegst digitale Unterstützung, Begleitung, bis hin zur künstlichen Intelligenz. Du kriegst einen digitalen Assistenten, ja, der an dich trainiert ist. Also der genau weiß, an deinen Blicken, an deiner Mimik, an deiner Tonfarbe, an dem Klang, wie es dir gerade geht, der dich dann empathischer als jeder andere Mensch abholt, weil der selber ja keine emotionalen Issues hat, und dann auf dich genau eingeht, so wie du es brauchst, und dich dann durch das Leben begleitet und dir dann Empfehlungen gibt. Es geht ja schon los hier, ich weiß nicht, wer kennt es ja wahrscheinlich. Man freut sich ja schon allein, wenn man 10.000 Schritte erreicht, und fühlt sich besser, ja. Und diese kleinen Gimmicks, diese Gamification oder dieses Nudging nennt man das ja auch, dieses Anstupsen. Das wird sich enorm weiterentwickeln.
Und da werden wir 2030 mehr umfangreiche Businessmodelle und auch Abo-Modelle, Subscription-Modelle haben, die den Menschen beim Leben begleiten. Und es wird eine Gruppe geben und es wird die Mehrzahl sein, die das annehmen. Es wird natürlich auch immer eine Gruppe geben, die das ablehnen, weil die wollen die Daten nicht sharen. Die sagen, ey, ich will lieber wieder mehr zur Natur, weniger technologieabhängig sein. Ich ziehe mich zurück und mache mein Leben im Wald, im Dorf, was auch immer. Das wird es auch geben, ja. Also du wirst ja nie alle abholen. Und das ist auch vollkommen okay. Ja, also die Leute, die traditionell leben und eine gesunde, abwechslungsreiche Ernährung haben, die saisonal ist, die regional ist auch, ja, die leben ja nicht ungesund, sondern das kann man auch machen, ja. Ich meine, wir Menschen sind ja auch so weit gekommen, aber wir wachsen halt immer, es wird alles schnelllebiger. Da hört auch genau auch eine Entwicklung Achtsamkeit mehr wieder in sich schon, weniger den Trend immer schneller, größer zu werden. Ich glaube, das ist auch ein Trend, den wir jetzt sehen, wo viel mit Meditation passiert, wo viel Kurse sich weiterentwickeln auch. Ich glaube, das wird, da geht es hin, 2030, und dann hoffentlich wird es für den Einzelnen ein gesünderes Leben. Gerade auch mit dem, ich sag mal, auch im Humangenom sehen wir ja sehr viel, können wir ja sehr viel auch vorhersagen, wie ist eine Wahrscheinlichkeit bestimmter Erkrankungen zu bekommen. Man kann ja prophylaktisch viel besser entgegenwirken, wenn man diese Daten vorliegen hat. Israel ist ja eines der führenden Länder, das sequenziert ja jedes Neugeborene sofort mit Genomsequenzierung und hat dann praktisch in einer Datenbank mit zertifizierten Anbietern, es sind nur vier, die es dürfen, was dann auch reguliert ist natürlich, sehen die, was dir im Leben passieren kann, ja, und du kannst natürlich viel besser drauf dich vorbereiten und entgegenwirken. Also, und dann kommt ja auch noch, das ist alles jetzt Diagnostik eher und Handlungsempfehlungen. Und dann kommt ja das ganze Feld Gene Editing, also CRISPR-PR, Gentherapien. Wenn du das noch dazu nimmst, was wir da an Möglichkeiten haben, jetzt schon haben und haben werden, weil wir auch Algorithmen entwickeln, auch mit KI basiert, data-driven, die uns genau die Werkzeuge sagen, wie man personalisiert, individualisierten Menschen therapieren kann dann auch, ja. Und also da gibt es sehr, sehr spannende Entwicklungen für Technik-Freaks und Biotech-Freaks wie mich. Eine wunderbare Welt. Für Menschen wie, sag mal, meine Mutti, grausam, weil sie es auch nicht versteht, ja. Also das ist auch, die hat ja eher Ängste vor, Sorge vor. Das ist natürlich auch ein Generationsthema. Aber es ist umso wichtiger, ist gerade auch in unserer älteren Gesellschaft hier in Deutschland, wir werden ja immer mehr ältere Menschen jetzt in den nächsten Jahrzehnten ja auch haben, ist halt die Kommunikation und der öffentliche Diskurs darüber. Da muss sehr, sehr viel Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden, um die Ängste zu nehmen und eher die Vorteile zu sehen. Und natürlich muss auch rechtlich das so abgesichert sein vom Gesetzgeber, dass sich auch niemand Sorgen machen muss um seine Daten oder um sonstige Themen. Ja, also ich denke gerade die Entwicklung im DNA-Analyse, Genom-Analyse-Bereich ist, man kann sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was da alles möglich wird und dass es natürlich auch für positive Dinge mit sich bringt. Du hast es ja auch genannt, Prävention, prophylaktisch untersuchen. Ja, es hat, glaube ich, auch viele Gründe, warum manche Menschen da etwas Sorge haben. Also einerseits, dass man alles analysiert, dass man, wie du es auch gesagt hast, hat man einen KI-basierten Assistenten, der einem sagt, dass man zum Beispiel das und das nicht essen sollte. Also das Leben würde zu einer gewissen Weise dann fremdbestimmt, wenn das so eintreten würde. Unabhängig davon, ob das positiv oder negativ ist, weil es ist ja zur eigenen Gesundheit, aber nichtsdestotrotz. Und auch, man kommt irgendwo an den Punkt, dass man sagt, ich kann vorhersehen, dass jemand diese Krankheit bekommt, der andere bekommt sie nicht. Und dann kann das eine Versicherungsimplikation haben beispielsweise, also Höhe der Prämie und all solche Dinge. Jetzt dieses ganze Thema Designerbaby und sowas will ich da jetzt gar nicht ansprechen. Das ist ein abgenudeltes Thema, auch wenn es natürlich nach wie vor relevant ist, ne? Also sehr, sehr interessant. Die Entwicklung kommt. Ich glaube, das ist das Wichtige. Die Entwicklung kommt. Die Frage ist nur, wo sie kommt. Ja, und wenn man in Deutschland die Augen verschließt, dann kommt sie eben nicht in Deutschland. Und dann muss man am Ende des Tages einfach das akzeptieren, was einem aufgetragen wird. Ne? Ja, mehr oder weniger. Oder man sucht Die sich halt Frage, andere Anbieter. oder, ja, genau, oder man sucht sich andere Anbieter aus dem Ausland wahrscheinlich. Das Vielleicht zum machen ja Abschluss noch mal eine Deutsche Frage schon. an dich. Gerne. Gerne. Mach. Nochmal? Entschuldige, das habe ich nicht ganz verstanden. Ich wollte sagen, das machen wir Deutschen ja schon. Ja? Also gerade, es gibt ja ein Gendiagnostikgesetz in Deutschland.
was ja klar sagt, dass du eine genetische Untersuchung, gerade vor allem im klinischen Kontext, nur mit einem Humangenetiker, mit einer Beratung durchführen darfst. Auch richtig so, weil natürlich dein Ergebnis auch einen Einfluss auf deine Kinder, auf deine Geschwister hat und du ja damit umgehen solltest. Nun ist es vom Gesetzgeber hier blockiert, aber du kannst ja trotzdem aus Deutschland bei 23andMe zum Beispiel in den USA eine Genomanalyse machen, hast die Daten, die liegen dann auf dem amerikanischen Server und du kannst die Dienstleistung nutzen. Dadurch, dass wir weltweit global verbunden sind, ja, können wir die Augen da nicht vorschließen, sondern wir müssen den uns der Herausforderung stellen. Und gerade auch mit so einem Gendiagnostikgesetz, gesetzlichen Maßnahmen klären in Deutschland, aber auch natürlich dann auch für ausländische Anbieter regulieren. Also es kann ja auch nicht sein, dass die sich dann nicht an unsere Gesetze halten. So ist es aber häufig auch noch der Fall. Ja, das stimmt. Als letzte Frage noch, was mich auch immer brennend interessiert bei meinen Gästen, was gibt es aus deiner Sicht für weitere Ansprechpartner, Stakeholder im Englisch ausgedrückt, die wirklich sich zu dem Thema äußern sollten? Zum Thema vielleicht auch Gensequenzierung, Digitalisierung im Gesundheitsbereich, weil du sagst, diese Personen, die müssen tatsächlich auch ihre Meinung abgeben, damit sich etwas ändert. Ist das die Politik? Ist das der Illumina-Konzern. Also vielleicht hast du da ein, Ja. zwei. Ja, natürlich. Also erstmal sind es natürlich meine Entrepreneur, Mitstreiter, die andere Startups gegründet haben in dem Bereich, um die Prävention und die Gesundheit zu stärken. Unter anderem Tobias Täuber von Lykon, auch in Berlin ein ansässiges Unternehmen, was sich mit Blutanalysen und auch DNA-Analysen beschäftigt. Aber da gibt es auch noch weitere, ja, die sich viel mit Ernährungsthemen und Wissenschaften und Lebensweisen beschäftigen. Ich glaube, wenn du da rumguckst und dich mit denen sprichst, dann merkst du auch, dass da auch wirklich intrinsischen Drang da ist, diese Gesellschaft weiter nach vorne zu treiben. Und tolle Lösungen auch existieren schon bereits, die einfach supportet werden müssen. Natürlich muss man sich auch mit den größeren Stakeholdern unterhalten. Also so einerseits mit den Tech-Unternehmen. Wie stellt sich ein Google, wie stellt sich ein Amazon die Gesundheitsversorgung und die Prävention in Europa vor in den nächsten Jahrzehnten? Was ist deren Strategie? Man sollte sich auch mal mit den Pharmaunternehmen und den klassischen Stakeholdern unterhalten. Wie wollt ihr eigentlich die Transformation voranbringen? Wollt ihr weiterhin nur auf Patienten fokussiert sein oder wollt ihr den Menschen schon vorab helfen, damit er erst gar nicht krank wird? Und man muss natürlich ganz klar den Diskurs auch mit dem Gesetzgeber, mit den Politikern führen, weil für mich geht gesunde Lebensweise, habe ich ja vorhin schon erklärt, mit der ersten Tag des Lebens los, ja. Also auch natürlich die jungen Eltern müssen mitgenommen werden, aber dann natürlich in der Kita, in der Schule, aber auch, ich sag mal, auch die Wirtschaftsplayer, die Werbung schalten, ja. Ich sag mal immer dieses Bild, eine Milchschnitte ist gesund und dann sind da, weiß ich nicht, wie viel Prozent Zucker drin. Der ist ja nicht so, ja. Und da muss der Nutri-Score, was da gibt, ja, da müssen Themen entwickelt werden, dass der Konsument hinten, der kann das ja gar nicht alles wissen. Der muss einfache Tools kriegen, die müssen auch vom Gesetzgeber vorgegeben werden. Und da muss er begleitet werden, unterstützt werden, dass er weiß, okay, das ist jetzt gesund oder das ist weniger gesund. Für mich und mein Kind und für meine Familie, Ja, sehr, sehr interessant. ja. Hoffen wir mal, dass es so sich verändert und vielen Dank für die Hinweise und für die Namen. Da weiß ich schon mal, auf wie man dazugehen könnte. Also, Paul, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr interessante Insights. Von daher, Gerne. klasse. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg Danke mit Biomass, und es freut mich dann vielleicht zu gegebener Zeit nochmal zu sprechen und dann seid ihr schon wieder die nächsten 3 Schritte weiter. Genau so machen wir das. Vielen Dank, Julian. Klasse. Nun, zum Abschluss dieser Folge hoffe ich zuerst einmal, dass sie interessant war und bedanke mich fürs Einschalten. Ich möchte gerne auch noch ein paar Worte zu Invinien sagen. Bei Invinien verfolgen wir das Ziel, die Digitalisierung des Gesundheitswesens voranzutreiben und unterstützen von der Strategie bis zur Produktentwicklung. Für mehr Informationen besucht gerne unsere Webseite unter www.invinien.io, wo ihr uns natürlich auch gerne kontaktieren könnt. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein und freue mich schon auf den nächsten Podcast. Alles Gute bis dahin und tschüss.